Das mache ich jetzt auch nochmal, wohlgemerkt. Also wirklich jetzt. Nee. Nee. Gar nicht wahr. Es muss alles dicht sein. Ich habe eine riesige Glaswand rein, damit ich trotzdem sehen kann, das Zeug von da. Würde ich sagen. Muss aber echt tatsächlich... Ah, stimmt ja. Richtiges Glas sein. Also wenn ich jetzt hier einen Zaun drauf baue oder hier so ein Halbglas-Dingens, kann es trotzdem da drauf landen. Das will ich ja eben vermeiden. Das ist natürlich doof jetzt. Das ärgert mich schon ein wenig. Nimmt mir viel von der schönen Optik, die ich gerne hätte. Es sei denn, ich nehme gefärbtes Glas, aber dann wiederum kann ich schlecht durchgucken. Aber ich kann halt etwas nicht Schwarzes nehmen. Ich weiß gar nicht genau. Hm. Ich könnte mir zu allernöchsten Not noch neue Textures reinhauen für andere Gläser, für gefärbte Gläser. Ich glaube, bei diesem, ich hab den Namen vergessen, wo ich das, die Bilder hier hab. Opa Zenon oder sowas irgendwie, keine Ahnung. Jedenfalls bei dem Let's Play, der es ja ein bisschen so für sich variiert hat, könnte ich auch noch die Fensterscheiben nehmen für irgendwelche Farben. Ach, pass auf, lass mal vielleicht rein hier, das geht doch immer super. Ich meine, es dürfte nicht die Regel sein, dass es hier landet, aber es passiert auf jeden Fall. Das ist natürlich nicht so schön. Das will ich auf keinen Fall. Ich frage, ob es auch hier landen könnte irgendwie. Moment. Tatsache. Es könnte theoretisch rausfallen. Hm. Da habt ihr es, die Scheiben bewirken auch bloß... Also es könnte trotzdem rausfallen, das Ganze rein theoretisch. Und drauf landen, das will ich ja alles nicht. Also, Zäune und Scheiben bringst du hier nicht. Ich muss wirklich eine Glasfront machen. Was ein bisschen ärgerlich ist. Hm. Das ist wirklich ärgerlich. Naja. So. Dann bin ich hier auch überall, bitte. Wobei, nein, gar nicht wahr. Kann jetzt so bleiben. Dann mache ich hier etwas Helleres hin. Zack. Und dann mache ich die Glas, dann sehe ich trotzdem diesen Unterschied. Weil ich finde es ganz cool, dass quasi Uferbegrenzung hat das durchaus was optisch, finde ich. Das Holz. Nehme ich da ganz gerne für. So. Ist dunkel hier. Eine Fackel hin klatschen. Ja, ja. Wenn man keine Probleme hat, ne, man macht sich welche. Ganz normal. Gebt's doch zu, ihr macht's genauso. Oder? Bin ich der Einzige? Hoffe nicht. So. So. Bam, bam, babala, bam, 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 babala, bam, bam, bam. So. Auch noch eine Fackel ran. Ich meine, ich kann ja auch hier mal absammeln gehen, so ist nicht. Ich finde es echt sehr hübsch so. Tatsächlich in diesem Feld drumherum. Vor allem natürlich auch diese Farbe 1:1 dann repräsentiert. Müsst ihr doch einen grünen Außenring machen, dann wäre ich genau da oben. Wäre auch ein sehr lustiges Zusammenspiel. Tatsächlich. Aber zu welchem Sinn und Zweck, junge Dame? Zu welchem Sinn und Zweck? Oh, jetzt aber hier wirklich drei Reihen aus Glas. Das ist nicht ohne, das ist Materialverschleiß. Zwar nicht zu knapp. Aber ich mach's trotzdem. Kaktus und eine Fackel. Da. Und hier auch ein Kaktus. Hab das Gefühl, es wird immer erst in die rechte Seite gedrängt. Quatsch. Andersrum. So, was ist die Frage? Ich habe ja noch ein bisschen Glas. Erste Frage, reicht das? Zweite Frage, auf jeden Fall nicht. Ja, irgendwie nur noch Glasscheiben. Die bringen mir ja, wie gesagt, nicht so viel. Das ist wirklich ärgerlich mit der Glasscheibe, muss ich sagen. Aber die Frage ist auch vor allem... welche Farbe nehme ich dann zum Färben? Ich möchte es echt ungern im Standardfarbenton haben, weil es ja alles überdeckt. Es tut nicht Not. Hm. Ich brauche vor allem auch viel mehr Sand wieder. Ah, Glasscheiben. Glas. Das heißt, ich müsste hier mal zur Sandmine. Und mir entsprechend da
was besorgen. Und eben noch eine entsprechende Farbe, die nicht so aufdringlich wirkt. Mal durchgucken kann einigermaßen. Bei Schwarz ist es ja nicht so leicht hier. Ist die Glas zufälligerweise? Ach, war Sand. Siehste. Dunkle Grüße von Chris. Sehr schön. Dann wollen wir es mal wegbringen. Siehste, muss ich gar nicht so viel Sand holen. Also holen ja, aber nicht selbst machen. Haha, ah, nochmal Glas. Sehr schön. Also ich habe auch mal genug Sand hier auf jeden Fall, als eingeschmolzen wurde. Sogar mehr als genug. Ich frage es nur wirklich, welche Farbe? Uppala. Zumal ich auch gar nicht weiß, welche Farbstoff ich jetzt genau brauche. Für das Mittel, was sie eben schwarz färbt. Quatsch, nicht schwarz, sondern anders färbt. Schwarz weiß ich es ja logischerweise. Aber ich bräuchte wahrscheinlich Blüten oder sowas. Hier. Sowas brauche ich auf jeden Fall. Habe ich in der Menge auf jeden Fall definitiv absolut gar nicht. Wie es bräuchte für die Fensterfront da oben. Ich meine, cool wäre es ja auch. Warte mal kurz. Das, ebenfalls in dieser Färbung zu haben hier. Dunkel, hellgrün. Das heißt, ich kann direkt meinen Kakteenfarbstoff nutzen, den ich hier rauskriege. Hier weiß ich nicht, gelb oder oranges Fenster. Und hier braunes Fenster. Habe ich braune Schafe? Ich glaube nicht. Das wäre natürlich eine lustige Idee, das so zu machen. Und ich kann es auch wirklich komplett so lassen, wie es jetzt gerade ist, theoretisch. Ich meine, es betrifft nicht viel Kakteen. Oder ich meine einfach, vielleicht reicht das hier aus. Warte mal kurz. Vielleicht reicht es ja tatsächlich aus, wenn ich einfach nur hier was runterbaue. Nehmen wir das, nehmen wir das. Dass die da nicht reinfallen. Kann sein, dass das reicht. Uppala. Was ist nur los? Das tut er da nicht hin. Egal, jedenfalls, wie gesagt. Der muss ja auf dem Boden landen hier. So theoretisch sollte auf jeden Fall zumindest eine Säule reichen, weil die Dinger fallen ja nicht sonst wie ab, oder? Weiß er nicht genau. Da muss ich mit Glas gar nicht viel machen, ab nur so. Das würde ja auch schon passen. Ich kann trotzdem durchlaufen, das ist voll das Gute. Tja, müsste man beobachten jetzt eine Weile, ob hier was spawnt. Ob da was abfällt. Da kann ich mir das Glas echt schenken. Das wäre echt wünschenswert, wenn ich das nicht machen muss. Zwei Stück. Juhu! Voll im Gang, das Ding. Geht auch einigermaßen schnell sogar. Das wäre langsamer. Ich meine, wenn die jetzt hier nicht sind, können die Dinger ja abfallen und im Bogen quasi dagegen. Aber ich glaube, die fallen nicht im Bogen da runter. Also die machen nicht so, dann so einen Schlenker. Die machen eher so. Und das geht ja nicht mehr, weil die Dinger am Weg sind. Das müsste eigentlich echt schon ausreichen. Dann habe ich mir echt das ganze Problem gespart hier. Ah. Nein! Komm zurück. Aber das soll ich trotzdem ein bisschen besser machen hier. Achso. Bräuchte ich hier auch natürlich dann. Finde ich auch ganz cool. So was Bootstegartiges dann an der Stelle hier. Finde ich ganz schnucklig. Jetzt habe ich ja keine Zäune mehr. Ah no. Ist halt weg. Hahaha. Das finde ich echt hübsch. Und es kann vor allem auch da drin nicht mehr groß rumgucken, was da hässliches ist. Also ich muss. Ich lasse die Decke, glaube ich, jetzt wie sie ist, einfach, weil man jetzt das gar nicht mehr groß bemerkt. Oder? Ich denke schon, das kann so bleiben dann. Also absolute Win-Win-Win-Win-Win-Win-Situation hier. Durch diese Idee. Höchstens, das könnte man vielleicht noch anders machen. Und das ist doch alles frei hier oben, oder? Nee. Uah. Nicht dagegen fliegen, bitte. Also, bis zu dem Ende. Doch. Ist genau gleich. Okay.
Okay. Wie gesagt, ob hier was liegen bleibt, muss ich beobachten. Natürlich ein bisschen müßig, jetzt hier auf der Lauer sich zu legen und zu warten. Werde ich auch im Let's Play garantiert nicht tun. Aber soweit funktioniert hier alles wunderbar. Aber es dauert doch wieder länger. Siehst du eben, habe ich doch gesagt, es geht schnell, aber jetzt warte ich und warte, jetzt passiert gar nichts. Siehst du, ich wollte ja noch hier raufgehen können. Von dem aus. Um das von hier aus anzugucken. Ah, komme ich eh nicht mehr ran jetzt. Die Treppen da oben. Und ist auch gar nicht mehr so wichtig, weil jetzt sogar das ganze Wasser, das war ja vorhin nicht da gewesen, als ich geguckt habe, erkennt man das eh nicht mehr so gut durch die ganze Shade-Animation. Ob da noch was ist oder nicht. Dann ist es sowieso wurscht. Aber ich finde diesen Gang nach oben sehr schön auf jeden Fall, dass man hier lang gehen kann. Das hat schon was. Ja. Man kann auch nur fast nochmal lang schwimmen, falls da was irgendwie dazwischen liegen sollte, aber an sich... Da, guck einer an. Trotzdem passiert. Aber hier, wohlgemerkt. Nicht hier. Also schräg daneben. Wenn ich das hier auch noch mit Zäunen verbinden würde, dürfte das theoretisch auch davon abhalten, darunter zu fallen. Das war jetzt dieser Bereich hier. Also ich kann ein bisschen schräg springen offensichtlich. Ich kann also dann hier auch nochmal alles festmachen mit Zäunen. Wobei er trotzdem darauf fallen kann. Ist ja immer noch der gleiche Block. Ich weiß es nicht genau. Ich meine, ich gehe immer noch stark davon aus, also definitiv, dass die Mehrzahl absolut in die Truhen reinkommt. Und es nur einen ganz kleinen Prozentsatz betrifft, der da oben liegen bleibt. Was ja bei einer automatischen Farm auch eigentlich ziemlich wurscht ist. Ich meine, ich muss ja jetzt nicht hier wirklich alles abgrasen, wie ich es gerade mache. Das ist ja absolut nicht nötig. Ist trotzdem ein bisschen ärgerlich. Ich mache noch ein paar Zäune, glaube ich. So. La 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 la. Und jetzt brauchen wir doch wieder dieses hier. Was habe ich noch gesagt? Ach, brauche ich ja nicht mehr. Kann er weg. Oh. Am Arsch. So. Bam, 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 bam. Zack, zack. Zack, zack. 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 La 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 la. Oh oh, Creeper. Nicht bei mir, hoffe ich doch mal. So. Ich bin gespannt, ob das irgendwas bringt. Ich wage es noch anzuzweifeln. Das hat jemand gemacht, doch, siehst du. Aber wer weiß. Vielleicht. Ja doch. So, kann auch so. Jetzt komme ich tatsächlich lang geflogen, aber ist nicht so schlimm. Mittig ist ja keiner, ne? Nee. Was finde ich echt, das ist, es hat sehr viel Stil hier. Auf diese Art und Weise. Siehst du, dann guck. Das ist auch doch immer Wahnsinn. Ich meine, wie kacke das hier aussah, als noch alles Erde und Dreck und Schlamm war. Du haust ein bisschen was kaputt und tust ein bisschen was rein. Und wo, naja, 3 Stunden lang halt, ne? Aber dann sieht das so toll aus. Immer wieder schön. Ich finde es so schade, dass jetzt dieser Effekt nicht mehr so gut zutage kommt. Wobei doch, es geht eigentlich immer noch. Aber jetzt etwas Grünes, dann wäre schon Hammer. Wenn ich sowas machen könnte, aber die grüne Farbe ist nicht so geil, glaube ich. Ich könnte auch hier noch einen machen. Sieht irgendwie komisch aus. Ich lasse es lieber an der Stelle. Das sorgt nur für Verwirrung. Man könnte auch denken, es wäre ein Pool zum Schwimmen. So ist ja nicht. Okay, aber an sich, wie gesagt, das sollte jetzt hier nicht so das Problem sein mit dem, was ich da wahrscheinlich verliere an 2, 3 Sachen. Oh, ein Zaun. Dankeschön. So, Kisten. Füllt euch. Ich habe hier viel zu viele Kisten, ganz ehrlich. Ich habe noch nicht mal... Also, bis eine einzige voll ist, würde es ewig dauern. Und da ich auch noch 2 Kisten zum Reinlegen, also... Es ist zu viel auf jeden Fall. Okay, egal. Ich sage an der Stelle nochmal...
Wenn ihr jetzt konkrete Vorschläge oder Wünsche habt, was ich als nächstes so tun soll, und wenn es auch vielleicht wieder mal ein Dungeon ist, den ich erkunden soll oder weiter erkunden soll oder ins Never gehen und so weiter, schreibt es bitte einfach in die Kommentare rein. Weil ich habe halt, wie gesagt, viele Projekte, die ausstehen, das wisst ihr genau. Ich leider auch. Nur weiß ich gerade nicht, wo ich wirklich anfangen oder weitermachen soll, weil es eben so viele sind. Also äußert am besten einen Wunsch, einen konkreten, und wir können das Ganze umsetzen. Ich habe mal eine Idee gerade. Apropos umsetzen. Nee. Bubum. Jetzt quasi einen kleinen Durchgang machen an der Tür. Wenn man so will. Geht das hier? Geht auch. Ich wollte es eher in Höhe haben. Na? Geht nicht. Achso, war was unsichtbar wahrscheinlich, ne? So. Komm nicht durch. Ja, kann man machen. Muss man nicht unbedingt, aber kann man. Noch so ein Teil. Und haust du mal dazwischen. So, dass ich unten und oben habe. Manchmal oben sieht es besser aus, wenn es so ist. Das Schuh passt da sowieso nicht hin. Ja. So. Das ist auch eine ganz gute Idee eigentlich. Ja, ich lasse beide da, so ist gut. Kann ich durchaus mit leben, finde ich in Ordnung. So, als Zugangspassage. Hopp. Flieg mal. Ja, ich sehe da keine Kakteen oben drauf. Wie gesagt, das mit dem Schrägspringen habe ich vielleicht dadurch fällt, aber das Problem ist halt, dass ich trotzdem auf den Bereich raufkommt, also. Na, viel nach innen, siehst du? Obwohl er von hier oben kam. Also insgesamt läuft das hier alles sehr gut. Davon kannst du ausgehen. Na, wieder zwei neue gekriegt. Sauber. Hab schon 12. 12 mehr, als ich jemals brauchen werde davon. Ha, ha, ha. Nein, ich bin zufrieden tatsächlich mit dem Ganzen. Sieht so hübsch aus. Oh, ist aber lustig aus gerade, der Effekt. Hier rechts bei der Stufe. Irgendwie ganz lustig. Ja, egal. Sieht echt komisch aus. Sehr cool. Könnte ich den ganzen Tag machen. Ha! Das fühlt sich voll lustig an. Super lustig. Und ist so extrem rechter Winkel hier. Man hat ja das richtig das Dreieck, was man sehen kann. Das ist voll cool. Jetzt endlich die Farben. Alter, super lustig. Okay, ich habe geschafft, was ich schaffen wollte. Und bin sehr froh. Sieht auch noch gut aus. Und das sieht wirklich krass aus. Man denkt, es wäre was viel krasseres als eine Kaktusfarm hier. Aber tatsächlich, es ist bloß das. So, liebe Leute, vielen Dank auf jeden Fall. Wie gesagt, in die Kommentare schreiben, was ihr sehen wollt, was ich machen soll. Wenn ihr selbst Ideen habt. Ansonsten sehen wir uns so oder so beim nächsten Mal. Vielleicht wieder mit ein paar Tagen Pause zwischen jetzt und demnächst. Mal gucken, wie ich es schaffe momentan. Und ansonsten, gabt euch wohl. Ciao!